Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Jo, YouTube, was geht ab? Ich bin Michael am Start. Der maskentragende Afrikaner meldet sich wieder zum Dienst. Und Bruderherz, neues Glück, neues Spiel, neues Abenteuer. Auf nach Köln. Boah, ich bin gerade aufgestanden, ne? Sieht man, glaube ich. Boah, es sieht richtig gefickt aus. Auf jeden Fall, wir gehen rüber zu Okami, Digga. Zum Wolf, nach Köln und wir gehen zum Friseur, ja? Ich brauche einen neuen Cut. Mein Cut ist am Boden. Somit kann ich keinen Scheiß klären, Mann, sage ich ehrlich. Und ja, Bruder, ein bisschen essen, ein bisschen chillen, so ein bisschen die Kölner Ghettos besuchen vielleicht. Mal gucken, was passiert. Und mal gucken, wie man so sieht. Vielleicht irgendwelche Lachkick-Menschen wie selber, ne? Und schon wieder bin ich super schwarz. Harte Welt. Und ja, jetzt wieder beim Köln Neumarkt. Auch ganz entspannt. Ihr wisst selber, ne? Wenn ich hier bin, heißt das rein in den afrikanischen Friseur, Mann. Rein in die afrikanische Exzellenz. Bruder, der Okami wartet schon auf mich. Aber lass den Blick extra wagen, damit er ein bisschen leidet. Auf ganz böse. Bruder, Haare wieder frisch, auf jeden Fall. Ihr seht die Haare ganz, ganz, ganz böse. Wo ihr seht auch die Form. Die Form ist auch sehr krank, seid ehrlich. Und natürlich Ferrari, ne? Mit dem fahre ich gleich weg. Und schauen wir die Kölner Innenstadt an, ne? Ganz, ganz böse Vibes hier. Bruder, jetzt, wohin gehen wir jetzt? Wir steppen jetzt einmal kurz durch die Innenstadt so. Und genießen die Sonne auf jeden Fall. Ja, sehr geiles Wetter. Das ist krankes Wetter. Ich bin auch viel zu warm angezogen. Aber kennt ihr das, wenn morgens einfach Himmel grau ist, dies, ja, das? Ja. Du gehst kurz raus, denkst, okay, checkst Wetter-App ab, Wetter-App sagt 14 Grad. Ich so, ja, okay, scheiß drauf. Warm, Sonne kommt jetzt gerade in meine Fresse. Egal. Rein da. Wir fahren danach mal in die Hood. Also wir fahren danach ins berüchtigte Ports. Bruder, Ports Ghetto, ich bin sehr gespannt, Digga. Ja? Wir probieren einen Ghetto-Döner auf jeden Fall. Rein da. Wir werden einen kranken Ghetto-Döner da probieren. Meiner Meinung nach einer der ekelhaftesten Döner ever. Aber Bruder, ich hab einen dreckigen gegessen, Bruder. Damals bei Vulkanstraße. Michel meint, der wird den aushalten. So. Ich glaube, der wird mich dann übermorgen verfluchen im Stream. Mit der sagen, boah, ich hab Bauchschmerzen und so. Naja, wir gehen da rein. Wir steppen gleich ein bisschen durch Ports. Gehen vielleicht mal zu meiner alten Grundschule und so. Und da wird auch gefährlich, Mann. Ich bin gespannt, wie ein junger Okami sich bewegt hat damals. Oder andere Moves haben wir da gemacht. Ja, andere okay. Moves. Ja, okay, perfekt. So sieht's aus. Ja, Mann. Boah, wir sind jetzt im Ultimate Okami Mobil. Und Bruder, wir fahren jetzt gleich zu deiner Grundschule. Bin gespannt, was der Lille Okami gemacht hat. Und Bruder, ich bin gespannt. Vorhin meinte er, in der Nähe gibt es Arkham Asylum, Bruder, aus Batman. Bruder, kann sein, dass wir auch Joker treffen heute. Wer weiß, ja? Bin sehr gespannt, was Köln Port zu bieten hat. Ich habe gerade einen miesen Maxo-Flashback. Ich zeige euch gleich ganz kurz, wie das hier aussieht. Aber Bruder, das ist einfach Maxo in ganz klein. Weißt du, so Maxo Kinderversion so. Hier ist anscheinend der legendäre Kiosk, Bruder, mit Wrestling, Chips und so weiter. Hier haben sich Leute hochgearbeitet, Mann. Bruder, das sind die Grinding Days hier. Aber sieht schon echt wirklich so aus, wie so Maxo, ja? Hier war noch so ein Tunnel und so alles. So. Die haben hier voll diesen Platz voll groß gemacht. Hier haben wir immer Fußball gespielt, so auch ganz schön. Ja, Bruder, Fußball wichtig, ja, weil ich fett war, war ich immer im Tor. Ihr wisst selber, Leute, die fett waren, Bruder, und im Tor, Bruder, das waren Könige. Bruder, das waren Könige. Kommen wir direkt zum Kindergarten, der jetzt hier ist. Direkt. Ah, Kindergarten, okay. Und direkt dahinter war meine Grundschule. Also, okay. Wir gehen jetzt gleich hin und dann droppt der Bremer ein paar Storys hier. So, die erste Story, die mir da einfällt, die habe ich auch schon öfter im Stream erzählt. Das ist die berüchtigte Yu-Gi-Oh-Karten-Story, so, damit ihr mal so einen kleinen Einblick kriegt, wie extrem das hier war. Die Leute waren damals schon krank. Eines Tages, wir chillen da, jeder hat eine neue Yu-Gi-Oh-Karte, wir zeigen, wir gucken, dies, das und so. Und auf einmal kommt einer, ich kann den Namen jetzt nicht nennen, aus Sicherheitsgründen, nein, Spaß. Kommt dann an und sagt auf einmal so, ja, du hast meine Karte geklaut. Und der Typ sagt so, hä, nein, so, ich hab die nicht so. Sagt er, zeig dein Deck. Und dann hat er so geguckt und da war dann diese Karte da. Aber man weiß bis heute nicht, Mythos, ob die Karte wirklich ihm gehört hat oder ob er sie selber hatte, so, weißt du? Und du siehst einfach nur noch, der Junge saß da, einfach auf so einem Stein. Und der kam einfach so
holt einfach eine Schere raus und ihr kennt diese Schulscheren so. Das sind nicht diese Spitzen, das sind halt einfach diese Grundschulscheren, die vorne so rund sind, so, ne? Guckt ihn so an, bap, sticht ihn das einfach so ins Bein. So. Und ihr müsst überlegen, so, wir sind in der dritten Klasse, keine Ahnung, wie alt man da war, 9 oder so, 8, 9. Und ich guck nur dahin so und sehe einfach so diese Schere einfach so, wie die so da drin so am Backen ist, so, ne? Der Junge voll am Schreien. Alle Leute, ein paar Leute sind weggelaufen, keine Ahnung, was sie dachten so. Aber das war, ja, Bruder, das war so ein prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Ich weiß nicht, der Junge hat danach irgendwie Schulverweis bekommen, Eltern, links, rechts und so. Aber der Typ hat halt einfach eine Schere im Bein. Wegen einer Yu-Gi-Oh-Karte. So, und das, also so lief es ja damals ab. Wir gehen jetzt rüber zum Portsmarkt, auf ganz entspannt. Da ist wirklich anscheinend eine Ausländerversammlung. Ihr habt für eine Story gehört, Bruder, Leute jagen sich wegen Yu-Gi-Oh. Weißt du, ihr wisst selber, Yu-Gi-Oh! Ist wie Kokain damals das gewesen. Ding ist, Bruder, so? Es war nicht mal eine Welt. Krasse Karte. Es war nicht mal eine krasse Karte. Es war locker irgendeine so Pimmelkarte. Locker. Weil ich damals immer bei Yu-Gi-Oh! Flammenschwertkämpfer. Bruder, bei Yu-Gi-Oh! War das damals immer so, wir hatten damals im Markt so Fake-Karten. Weißt du, so, jetzt hat eine riesige Box Fake-Karten, Bruder. Und wir haben immer so gespielt und die Karten waren auf Englisch. Und wir haben nicht gecheckt, Digga, was wir machen. Weißt du, die ganzen Effekte und so kannten wir alle gar nicht. Wir haben einfach so gelabert, Bruder. Ohne Opfern. Wir haben einfach gezockt. Eine Karte, die so 18 Sterne hatte, einfach gelegt. So einfach gelegt, Bruder. Man dachte so, okay, rein da jetzt. Manchmal hat einer angefangen so, mit 4000 Lebenspunkten. Ja. Der legt eine Karte, die 4000 angefangen hat, sagt, so. Du bist tot. So, ja, einfach so, bist tot. Du hast verloren so. Bruder, harte Welt. Bruder, jetzt sind wir vor Port, beim Portsmarkt. Jetzt sind wir beim Portsmarkt und Bruderherz. Ich zeige euch gleich ein bisschen so den Platz, aber anscheinend sind hier Leute vor Bus gesprungen, irgendwelche Junkies, Bruder, es gab hier Verfolgungsjagden, weißt du, einen auf Kim Possible, weißt du, einen auf Kim Possible, Bruder, Dinge sind hier anscheinend passiert. Hier springen Leute vor Bus und so eine Scheiße, ja, Bruder, verrückter Ort, Digga, verrückter Ort, Bruder, jetzt. So, ja, wir gehen jetzt in diesen City-Döner, wir essen da so ein bisschen, Bruder, mal gucken, ob er besser ist als der Vulkanstraßen-Puff-Döner, den ich gegessen habe, da bin ich sehr neugierig auf jeden Fall, ja, rein da. Ich hab mir jetzt den Döner bestellt, Bruder. Der hat einfach 6,10 Euro gekostet. 6,10 Euro ist so eine Verarsche, Mann. Ich könnte ausrasten, Bruder, jetzt. Bruder, was ist das Döner geworden, Mann? Bruder, in Hochfeld, Mann, Duisburg-Hochfeld, du kriegst Döner für 3 Euro. 3 Euro, okay, Bro. Und der Döner ist anscheinend nicht mal gut. Weißt du, der ist anscheinend Chip. Wir testen jetzt, ob der besser ist als... Er sieht schon ein bisschen trocken aus, einfach. So. Bruder, wir beißen einfach rein, wir kontrollieren einfach. So, rein da. Das schon mal. So 6 von 10 so. Ein ganz typischer Döner, nichts Besonderes. Chemischer Arsch. Und das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich habe 6,10 Euro bezahlt. Ne? Das ist so fast schon mein Leben. Bisschen Sperma. Das ist fast schon mein Leben, ja. Und ich esse so einfach so einen Döner, der einfach basic ist. Aber gut, egal. Wir genießen ihn einfach. Und ja, rein da. Oder ganz kurze Zwischeneinblende. Hier wurde anscheinend. Hier gab es anscheinend so eine Schlägerei zwischen Obdachlosen. Da gab es so einen Typen, einen Spritzenmann, der hat Leute angegriffen und so ein Shit. Oder Pott ist verrückt. Ja, verrückt. Okay. Auf jeden Fall jetzt hier bei Saturn. Und sag euch ehrlich, Mann. Die meisten Games sind dead, ihr wisst selber. Und Spider-Man. Spider-Man auch wild. Spider-Man auch ein geiles Spiel. Also ein paar Spiele habe ich gezockt. Aber ja. Spider-Man. Ja, Miles muss ich auch noch spielen. Aber, da wird Michel Morales stehen. Michel Morales, ne? Ja. Digga. Ultimate Morales, Digga. Aber ja, so. Spider-Man. Ultimate Spider-Man gibt's ja, ne? Ja, Bruder, das ist eine Anspielung. Das ist eigentlich schon, ne? Eigentlich, die könnten mich schon casten, Bruder, für sowas. Warum nicht, Digga, ja? Aber wie gesagt, auf jeden Fall, könnt ihr Kommentare schreiben, Digga, was für Games ihr gerade zockt. Scheiß mal auf Elden Ring. Da muss Michel rein. Und das Spiel ist so langweilig, du weißt selber. Bruder, das Spiel juckt gar keinen, Bro. Jeder bei mir hat gesagt, boah, das hat so Bock gemacht. Nein, Junge, cool, gar keinen. Alle sind abgeschaltet, du weißt selber. Nein, Bro. Glauben, das war das erste Nein. Spiel, wo Chat da war. So, nein, Junge. Alle Chats leise. Junge, Elden Ring, man stirbt 10.000 Mal. Leute kamen rein. Ey, Bro, wie bla bla, hast du das schon mal? Bla, geh mal da hin. Ja, und danach, kommen die nie wieder, Mann, diese Leute. So viele Kunden, Bruder, in diesem Spiel. Das war so geil, Alter. Du wurdest abgeschreckt, Bruder. Du wurdest einfach abgeschreckt. Ja. Weil du direkt am Anfang kassiert hast und dann dachtest du dir, Bruder, das ist kacke. Boah, ich hab keine Kraft für so Games, Digga. Lieber Lego Star Wars am Inakuin. Rein Lego Star Wars. Boah, die Sonne attackiert mich ja komplett, ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall beim Rhein, ja. Auf ganz entspannt. Ich zeige euch ganz kurz, wie der Kollege aussieht. Auf süß. Auf erotisch. Hier kann man chillen, weißt du. Mit seinen drei Frauen. Oder vier.
Oder natürlich, ne, wenn ihr Frauen seid, dann habt ihr 5 Männer, ne? Ihr könnt ja chillen auf jeden Fall mit Großfamilie. Auf locker, man, weißt du, kann man ein bisschen über seine Gefühle reden. Weißt du, hier kann man ein bisschen sprinten, ein paar Push-Ups machen. Ja, hier ein bisschen Schattenboxen da hinten. Schöner Platz, ja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Auto zurück. Und ja, dann neigt sich auch das Video dem Ende, ja. Köln ist auf jeden Fall erotisch und süß. So, jetzt sind wir hier, Bruder, bei Arkham Asylum. Das ist einfach wirklich eine Psychoanstalt. Weißt du, hier ist Joker drin, hier ist Harley Quinn drin, Bane, Poison Ivy. Bruder, jetzt gerade in dem Moment, wo wir gerade hier chillen, ist Batman am Arbeiten, Bruder, der ist da drin. Weißt du? Auf ganz, ganz entspannt. Oh mein Gott. Ich werde einfach hier. Oh mein Gott. Tschüss. Schon der erste. Ja, ich merke, Digga, ja. Bruder, der greift mich auch einfach an. Digga, was ein Wichser, Mann. Der greift mich einfach an. Auf jeden Fall, ja, drop mal, ja. Was kann man hier erleben, Bruder? Also, viel habe ich dazu nicht zu sagen. Es gibt Freunde von mir, die hier arbeiten als Wächter, Wärter oder so, Nachtwächter und so. Die haben halt wilde Stories immer am Start gehabt. Mhm. Von ein Typ hat mit einem Löffel, den er für Joghurt gegessen hat, seine Zelle aufgebrochen, Alter. Ist dann abgehauen. Die haben, wow, den irgendwie, keine Ahnung, wo wiedergefunden. Also der ist schon weit gekommen. Aber die jagen nicht, Bruder. Kann sein, ich steige irgendwann aus dem Auto aus nach Gym und dann werde ich einfach gejumpt. Oder du musst selber zu Batman werden. Ja, true, ne? Mach mir auch diese Kombos so, ich eigne die mir an. Ja. Diese Arkham City Kombos. Mhm. Ja, so Sachen. Eine Story noch, da war ein Typ, der hat... Der ist halt apeshit gegangen, der ist ausgerastet, der hat Leute mit Fineliner angegriffen. Kennt diese, diese Fineliner von der Schule und so. Ja. Hat er einfach aufgemacht, Leuten in den Rücken gestochen. Bruder, der wollte so die Welt brennen sehen, ne? Bruder, er war anders. Er sieht, was man hier oft sieht, auch wenn man hier so rumläuft, sind halt, aber das ist halt, kennt man auch so Leute, die mit sich selber reden und so. Ja, die sind halt in ihrer eigenen Welt. So. Die denken, die wären so My Hero Academia-Welt, ne? Gehen you zu einfach, Bruder. So, ne? Die so sind zu Kiyomi, Itachi hat die einmal schief angeguckt und so. Und die leben jetzt ihr eigenes Leben. Ist auch in Ordnung. Auf schnell, Bruder. Obito oder Kakashi, Bruder. Auf schnell, schnell. Bruder, Kakashi. Ohne ja, Reden. Selber, ne? Wir hatten eben schon so eine Debatte, Bruder. Ich sag euch ehrlich. Obito ist ein Simp, Digga. So. Obito macht Weltkrieg wegen Chick. Merkt auf jeden Fall, der Bruder busy. Weil läuft mit dem rum. Leute rufen ihn an. Weißt du, Leute wollen wissen, weißt du, wann die das nächste Mal von ihm geballert werden. So. Krank. Ne? Auf jeden Fall hier Batman. Ne? Ohne dir selber. Ne? Kakashi über Obito. Ne? Der Bruder musst du so viel erleben. Weißt du, musst du so viel erleben, aber trotzdem, Bruder, ist der Stamm geblieben, trotzdem ist hart geblieben, so. Bin ein Obito, weißt du, weißt du, so ein bisschen so den schwachen Weg gegangen ist, was ja nicht schlimm ist, aber man kann es nachvollziehen, weißt du, aber ein Kakashi, Bruder, der ist Stamm geblieben, weißt du, Bruder, auf Boden geblieben, so. Ja, ganz wichtig, auch einer der letzten Spots hier, und dann endet auch so langsam der kleine Vlog, Mann. Boah, ich glaube, so klein ist der gar nicht mehr, ne? Ich glaube, der ist schon relativ lange, wenn ich schon drauf achte. Oder verrückt? Ganz gefährlich. Im Okami-Stream. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ja. Auch wieder eine Szene weit, weit in der Zukunft. Aber der Vlog ist nun zu Ende. Ne? Da hinten seht ihr ein sehr schönes Schwert von Mitsuyama Store. Ne? Kann man abchecken. Code Ultimate 10. Ne? Aber gut. Aktuell gucke ich auch gerade Game of Thrones. Sag so, Game of Thrones einfach 1:1 Vikings. So wenig das Schneiden, also lass ich einfach das hier laufen und fertig so. Wirklich Vikings. Ne? Und guckt Scarface. Scarface ist wirklich ein Film für Macher. Aber man muss Scarface verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst es verstehen, weil wenn ihr das nicht versteht, denkt ihr bestimmt, okay, Tony Montana ist ein Wichser, aber nein, Bruder. Aber gut, ja, also ultimativ wieder, Michel Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, mit dem Schiff. Sensei Ultimate Michelle, Glocke like, Abo Kommentar, Afrika braucht Geld, Kind sind mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bengo Star, ist euch unnormal dankbar, so kommt, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.